Tadadadam. Normalerweise hätte ich jetzt eine ganz andere Titelmusik nehmen müssen. Oder vielleicht sogar einen ganz anderen Vorspann. Denn es geht heute um Außerirdische. Herzlich willkommen zu unserer Reihe Eine Frage, viele Sichtweisen. Ich habe Fragen gesammelt und ich mache es mal anders. Ich stelle immer eine Frage in einem Film und habe dazu die Antworten von verschiedenen Menschen gesammelt und zusammengestellt. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Sei mir ganz herzlich gegrüßt. Und wir wollen uns heute eben mal mit dem Thema der Außerirdischen beschäftigen. So kann man das ja auf ganz verschiedene Art und Weise angehen. Klar, wir alle kennen die tollen Science-Fiction-Filme, wo die Außerirdischen dann auf die Erde kommen. Die sind dann sichtbar für uns und ja, dann passieren die tollsten, verrücktesten oder auch schlimmsten Sachen. Viel schöner ist es, wenn schöne Dinge passieren. Aber es ist immer beides möglich. Es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Das dürfen wir uns auch mal vor Augen führen. Und wichtig ist es, immer hineinzufühlen und zu hinterfragen. Ist es wirklich so, das, was mir da gerade gezeigt wird? Hast du schon mal Außerirdische gesehen? Nein? Ich auch nicht. Oder vielleicht doch? Die Frage ist nämlich, welche außerirdischen Wesen sind in einem menschlichen Körper inkarniert. Das ist nämlich auch spannend zu betrachten. Tja, wie kann man das rausfinden? Da gibt es sicherlich auch Möglichkeiten. Doch darum geht es heute mal gar nicht so sehr. Heute geht es erstmal ganz allgemein um das Thema Außerirdische. Und welchen Einfluss haben sie auf uns? Also, meinen lieben Gästen habe ich die Frage dann wie folgt gestellt. Welchen Einfluss haben Außerirdische deiner Meinung nach auf uns? Und leben Außerirdische vielleicht sogar unter uns? Außerirdische Wesen sind für mich Wesenheiten, Wesen, die außer der Erde im Kosmos irgendwo unterwegs sind. Und die sind in einem anderen Aggregatzustand. Wir sind im menschlichen Körper, wir sind in der Materie und die sind schwingende, fließende Energie. Und ja, ich glaube an außerirdische Wesen, die um uns sind und bei uns sind und nur weil wir sie nicht sehen, sind sie trotzdem da. Dessen bin ich mir sicher. Für mich sind außerirdische Wesen ein Teil der ganzen geistigen Welt und die geistige Welt ist groß und viele Menschen fühlen sich verbunden mit der geistigen Welt und du vielleicht auch. Und die geistige Welt sind Erzengel, aufgestiegene Meister, Feen, Einhörner, warum nicht? Auch wenn du jetzt noch nicht daran glaubst, warum nicht? Warum nicht? Es gibt genug, die daran glauben und es ist nichts, woran man glauben muss, sondern es ist etwas, was ich fühle. Wenn ich mich gefühlt verbunden fühle, es fühlen kann, dann ist es doch wahr. Und wann ist es wahr? Wahr sind für mich diese Begegnungen, auch jetzt schon, auch wenn wir sie noch nicht sehen, obwohl die USA ja die UFOs schon sichtbar bestätigt haben, war es für mich, wenn ich Gänsehaut bekomme, wenn ich aus mir heraus das so wahr fühle, dass mir die Worte ausgehen. Wahr ist es für mich, wenn es plötzlich kribbelt und ich mich wie angefasst fühle, obwohl da ist keiner. Und wenn ich mit der geistigen Welt in Kontakt bin und um Unterstützung bitte, zum Beispiel aufgestiegene Meister, dann gibt es so zwei, drei, die immer kommen und sich immer auf die gleiche Weise ankündigen. Deswegen weiß ich für mich aus meiner Wahrnehmung heraus, dass es geistige Wesen gibt. Und wie beeinflussen sie uns? Ja, sie beeinflussen uns, indem sie uns unterstützen, indem sie uns beschützen, indem sie uns unterstützen und wenn wir um Hilfe bitten, sie uns sehr wohl helfen. Und woran kann ich das erkennen? Das ist ganz einfach. Die geistige Welt oder die außerirdischen Wesen zu rufen, funktioniert
so wie, vielleicht kennst du Bestellung beim Universum. Ich kann auch sagen, ich mache Bestellung beim Universum. Oder manche sagen auch, ich bete einfach zu Gott. Letztlich ist es egal, wie ich die außerirdischen Wesen nenne. Es ist für mich eine Verbindung mit dem Höheren, mit dem Allganzen und selbstverständlich mit der Daseinsform von mehr als wir Menschen. Und wir Seelen sind ja auch eine Energie. Also in uns, in dem Körper, ist eine Seele. Was ist die Seele? Ja, was ist sie denn? Das ist doch auch eine Energie und eine seelische Wesenheit, eingekehrt in einem menschlichen Körper, um das Leben zu erfahren und Erfahrungen zu machen. Also ich bin sozusagen ja auch ein eigentlich außerirdisches Wesen, weil ich gehe ja dann wieder astral, wenn ich die Erde verlasse, oder? Ich habe nur die Chance und die Gelegenheit und das Glück, als Seele in den menschlichen Körper einfahren zu können. Nicht in Tierkörper, die Tierseelen können das. Und ich finde, das ist so ein breites Feld und wenn ich mich dafür öffne, dann gibt es da noch viel mehr Möglichkeiten und ganz viel mehr noch zu sagen. Und ich finde außerirdische Wesen, finde ich toll. Also ja, ich verbinde mich gerne mit denen. Ja, also das Witzige ist auch, dass man bei Außerirdischen an so Science-Fiction-Filme denkt. Und das ist meines Erachtens bewusst zum Teil falsch manipuliert. Ich spreche nicht gern von Außerirdischen. Ich sage dann lieber Sternensaaten, ich spreche von den Arcturianern, ich spreche von den Plejaden, ich spreche von den Andate, den Wesen von Antares. Es sind alles Frequenzen, quasi Helfer, die uns helfen, auf der Erde unsere Entwicklungssprünge zu machen, wie sie auf anderen, in anderen Dimensionen, in anderen Universen zum Teil schon passiert sind. Und ich channel quasi die Frequenzen von diesen Wesenheiten. Man kann sich das vorstellen wie Engelswesen. Also sie fühlen sich für mich an ganz hochschwingend. Also sie befinden sich in der fünften Dimension aufwärts. Also ich hatte Wesen auch schon aus der neunten Dimension gechannelt, zum Beispiel die Hathoren. Man kennt ja die Göttin Hathor noch aus, wenn man wirklich bewusst mal in Ägypten Urlaub macht und zu den Pyramiden geht, da kann man die auch wirklich sich anschauen, ein Abbild von den Hathoren. Die Hathoren arbeiten zusammen mit den Arcturianern. Die Arcturianer sind Frequenzen, die schon von Anbeginn der Zeit uns Menschen helfen, unsere Entwicklungen auf der Erde zu machen. Es gibt weitere Sternensaaten, es gibt die Plejaden, die helfen den Menschen hauptsächlich auch in Bezug auf körperliche Heilung. Und ich arbeite viel mit den Andate zusammen. Die lösen sehr viel auf mit Kristallen und mit den Wesen von Antares. Die Wesen von Antares, die heilen die inneren Kindthemen. Und gerade bei meinen Klienten, bei Einzelsitzungen, ist es ja so, dass da wirklich sehr viel Trauma drauf ist. Deswegen arbeite ich sehr oft mit denen. Und es ist für mich, eine Art Freundschaft, eine Art Frequenz. Und wenn man mit Engeln zu tun hat, dann sind diese Wesen von anderen Dimensionen nicht so weit weg, ne? Und es wirkt, glaube ich, eher strange, wenn man so über Außerirdische spricht. In Wirklichkeit sind es also Freunde, Frequenzen, die unglaublich heilsam sind, schon ganz große Transformationsprozesse gemacht haben und die uns einfach diese Entwicklungen schon voraus sind und sind quasi Helfer. Und ganz viele von meinen Klienten sind ja quasi selbst Sternensaaten. Das heißt, die kommen von diesen Wesen, auch viele habe ich vom Sirius, ja. Und das ist dann quasi wie so eine Art Wiedererkennen. Es ist wie so eine Art Herzraumöffnung. Und viele von unseren Freunden haben sich einfach hier als Lichtarbeiter inkarniert, um das Licht auf die Erde zu bringen. Es gibt welche von den Plejaden, von den Sirianern, von den Sandrinern. Also es gibt einfach ganz, ganz viele. Es gibt auch Engel, die sich hier inkarniert haben. Und deswegen ist es für mich gar nicht so freaky, sondern es sind
heilende göttliche Frequenzen, so wie alles. Wir sind alles göttliches Licht. Und dieses göttliche Licht manifestiert sich in unterschiedlichen Erlebnisformen. Wir machen gerade eine wunderschöne Erfahrung in unserem Körpertempel in der dritten Dimension, vierten Dimension auf der Erde. Und unsere Freunde haben eben sich dazu entschieden, in anderen Formen eine Erfahrung zu machen. Letztendlich sind wir ja alle ein Energiefeld und kommen alle aus den Frequenzen des Lichts. Außerirdische. Dass ich allein hier sitze und darüber spreche, finde ich, kann ich gar nicht in Worte beschreiben. Ich will die erste Begegnung mit einem Außerirdischen erzählen. Ich war in meiner Heimatstadt auf dem Marktplatz bei einer Veranstaltung und bei dieser Veranstaltung war ein junger Mann dabei und der hat mich regelrecht angezogen, weil er so anders war. Er hatte so eine ganz feine Energie und irgendwie habe ich gespürt, ja, mit dem muss ich in Kontakt treten. Da ich sehr kommunikativ bin, habe ich den angesprochen und wir reden so und er sagt mir ziemlich bald, ja, er kommt von den Plejaden. Es ist seine dritte Inkarnation hier und er kann deswegen hier inkarnieren, weil die Energien hier inzwischen so feinstofflich sind, dass es ihm möglich ist, hierher zu inkarnieren. Er hatte eine sehr gute Erinnerung, wie es auf den Plejaden zugeht. Er erzählte mir, dass auf den Plejaden die Wesen da viel älter werden als hier auf der Erde. Er erzählte mir, dass schon Kinder genau wissen, was ihre Berufung ist oder für welche Aufgaben sie haben und dass sie auch andere Heiltechniken haben als hier auf der Erde. Er erzählte mir weiterhin, dass er hier ist, um die Natur zu erkunden. Er war nämlich tatsächlich, als Beruf hatte er nämlich Landschaftsgärtner. Also ihr könnt euch vorstellen, ich war völlig fasziniert und ich hing an seinen Lippen, weil ich alles wissen wollte, was er über die Plejaden wusste noch. Ja, das war meine erste Begegnung. Ich würde sagen, er war ja ein richtiger, also vom Körperlichen einfach ganz normal wie wir auch, nur seine Zugehörigkeit spürte man, dass die bei den Plejaden ist. Also ich würde jetzt sagen, das war jemand, ein Außerirdischer in menschlicher Gestalt. Es sollte nicht der einzigste sein, den ich da kennengelernt habe, weil bald traf ich nämlich noch einen jungen Mann, der zu mir gekommen ist oder wir sind ins Gespräch gekommen und ich war auch völlig fasziniert darüber, dass er mir erzählt hat, dass sein Heimatplanet die blauen Avianer waren. Ehrlich gesagt, davon habe ich noch nie etwas gehört. Leider wusste er nicht mehr so viel darüber. Er wusste nur, dass dort alle Wesen blau sind. Das war so die Grunderkenntnis, heißt ja auch die blauen Avianer. Auf jeden Fall, nach dem Gespräch bin ich erstmal dann nach Hause gegangen. Gott sei Dank gibt es ja heutzutage dieses schlaue Internet und habe da gegoogelt nach Planet der blauen Avianer. Und tatsächlich, ich wurde fündig. Ich habe Videos gefunden von anderen Menschen, die sich auch an den Planeten der blauen Avianer erinnern. Inzwischen kenne ich noch viel mehr, wie soll ich sagen, Menschen, die sich an andere Planeten erinnern. Zum Beispiel eine Frau, die vom Planeten Sirius kommt und hier ihre 97. Inkarnation hat. Oder vor kurzem traf ich wieder einen jungen Mann, der vom Planeten Zylon kommt.
Ehrlich gesagt, von diesem Planeten habe ich noch nie etwas gehört. Aber er hatte auch eine Erinnerung daran, an diesen Heimatplaneten. Heute schaue ich die Menschen ganz anders an und frage mich, kommt vielleicht der eine oder andere von einem anderen Planeten und ist hier sozusagen als Gast hier inkarniert? Weil es ist wirklich so, dass wir sowohl auf anderen Planeten inkarnieren, wie hier auf der Erde. Ich fühle mich mehr der Erde zugehörig und genieße es, hier auf der Erde zu sein. Und ja, aber vielleicht bist du jemand, der sich ja nicht so zugehörig fühlt auf diesem Planeten Erde und vielleicht spürt, dass er auf einem anderen Planeten eher seine Heimat hat. Dass du vielleicht zig Inkarnationen auf einem anderen Planeten hattest und einfach nur mal hier so zur, ja, so wie in Urlaub fahren, weil hier auf der Erde bist. Ja, vielleicht gehst du damit mit irgendwas in Resonanz und vielleicht hast du auch eine Zugehörigkeit zu einem anderen Planeten. Also, Außerirdische. Für mich besteht da eine ganz große Verbindung, weil ich mit verschiedenen Außerirdischen, oder ich nenne sie Freunde, halt auch zusammenarbeite, ob das nun Arcturianer sind, Sirianer, Andromedaner, wo es einfach für mich Verbindungen gibt und die ich dann auch in meinen Teams zur Verfügung stehen habe, um unterstützend zu arbeiten für die Menschen. Und das sind halt diese, für mich die positiven Außerirdischen, die uns in unseren Wegen und in unserem Erleben unterstützen auf unserem Weg halt zu einer lichtvolleren Welt. Und dann erlebe ich aber auch durch meine Arbeit halt die Außerirdischen, die niedrigfrequent sind, wo also Reptilienenergie, die halt dann auch abgelöst werden möchten, also die dann halt gelöst werden, entweder aus dem Feld oder wenn sie sich dann eingenistet haben, halt auch mal im Körper. Und was ich in letzter Zeit auch erleben durfte, ist, dass viele Menschen noch Verträge, sozusagen Forschungsverträge stehen haben mit den negativen Außerirdischen und dass das wichtig ist, die aufzulösen, einfach damit da keine Handhabe mehr ist von deren Seite. Und was ich also aus der Erfahrung selbst, außer im energetischen Bereich bin ich halt Außerirdischen noch nicht wie begegnet in dem Sinne. Also, dass ich jetzt plötzlich vor einem Menschen stand und sagte, das ist ein Außerirdischer. Aber es ist für mich nicht unwahrscheinlich. Und dass gewisse Menschen in dem Sinne lebendige Außerirdische sind auf Erden oder herzlose Menschen, die vielleicht gesteuert werden dann anderweitig. Aber da habe ich jetzt persönlich keine Erfahrung, die ich beitragen kann. Da gibt es andere Menschen für. Ja, das ist eine gute Frage, die man sicher von verschiedenen Seiten aus beantworten könnte.
Ich würde sie jetzt erstmal so aus meiner persönlichen Sicht beantworten. Natürlich leben Außerirdische unter uns, weil ich lebe hier auch. Diese Antwort verwundert vielleicht erst einmal. Ich für mich fühle, ich bin eine außerirdische Seele in einem menschlichen Körper. Also lebe ich als Außerirdische wie viele andere hier auf diesem Planeten. Mit dieser Frage ist vielleicht auch die andere Facette gemeint. Leben Außerirdische unter uns bewusst, von außen gekommen, unerkannt, nicht inkarniert? Doch diese Frage kann ich hier so erst einmal nicht beantworten, weil mein Schwerpunkt auf denen erst einmal liegt, die hier inkarniert sind. Also ja, es leben Außerirdische unter uns. Ja, und welchen Sinn, welchen Zweck hat das? Beantworte ich auch aus meiner Sicht, um zu unterstützen. Wir sind einem Ruf gefolgt, dem Ruf der Erde. Und deswegen sind wir hier.